Ali, hallo ihr Lieben. Heute nehmen wir euch ein bisschen mit. Wir machen ein, na, wonach sieht's aus? Man sieht nur lauter Mädchen. Wir machen ein Girls Day. Ne? Ja. Freut ihr euch? Ja. Wir haben die Jungs beim Papa gelassen. Übrigens, heute ist Samstag. Die Jungs ackern mit dem Papa im Garten. Machen Gartenarbeit. Und was machen wir Mädels? Shopping. Was machen wir? Shoppen. Wir gehen shoppen. Ja, wir brauchen ein paar Sachen sowieso. Also die Mädchen brauchen ein paar neue Sommerschuhe. Wir brauchen Sonnenhüte. Wir bereiten uns so ein bisschen vor für unseren Urlaub, der gleich zu Beginn der Sommerferien stattfinden wird. Der wird in Deutschland sein, aber dennoch hoffe ich, wird ein schöner Urlaub am See. Dafür brauchen wir eh noch ein paar Sachen. Sommersachen, weiß nicht, ich muss eh jetzt noch die Woche anfangen, die Kleiderschränke der Kinder auszumisten. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Ne, also ein bisschen so Wintersachen raus, was nicht mehr passt, raus, sortieren. Was habe ich noch an Sommerklamotten? Dementsprechend werde ich wahrscheinlich eh nochmal mit denen einkaufen gehen. Aber heute holen wir ein paar Sachen nur. Sommerschuhe wichtig, die Sonnenhüte wollte ich holen. Und ja, mittlerweile sind die schon so groß, dass es mir für mich einfacher ist, wenn ich die mitnehme und die Sachen aussuchen können. Erstens, zweitens, auch mit dem Anprobieren ist auch besser. So vor allem Schuhe und so. Die Füße wachsen wie Unkraut. Die Füße wachsen so schnell. Schuhe passen nicht mehr. Und ja, aber so Sommersandalen. Brauchen auf jeden Fall auch so Flipflops oder so, ne? Für den Strand, will ich sagen. Aber das ist ja kein Strand, ne? Am See. Aber trotzdem so Flipflop-Latschen und sowas. Futtern wir auch was? Eis, ja. Eis ist Nachtisch. Das ist ja kein Essen. Naja, schauen wir mal auf jeden Fall. Nehmen wir euch heute ein bisschen mit. Wie ist das so ohne Jungs? Besser, ne? Sind da trotzdem so viele. Aber wenn wir noch die Jungs im Schlepptau hätten, das wäre ein bisschen zu viel. Also auf jeden Fall fahren wir jetzt in unser Center, was wir hier in der Nähe haben. Einkaufscenter. Mittlerweile, ja, geht das Ganze wieder. Wir haben zwar alle unsere Masken, ne? Es herrscht ja noch Maskenpflicht in den Geschäften. Apropos Urlaub. Ich muss noch eh schauen, was ich euch so erzählen habe, aber wir werden auf jeden Fall die ersten Urlaubstage von einem Kamerateam begleitet. Das Ganze wird wieder für eine Sendung gedreht. Da muss man dann sehen, da muss ich auch gucken. Ich werde auf jeden Fall den Urlaub trotzdem vloggen, halt wahrscheinlich nicht den Anfang, aber jalla, da halte ich euch eh auf dem Laufenden. Na, der Bus kommt. Los, schnell der Bus. Kinder, hier macht Bus raus. So, jetzt gehen wir als allererstes zu Deichmann. Wir schauen mal nach Schuhe. Okay, Sommerschuhe für die Mädchen. Nächste, lass mal erstmal in der Kinderabteilung gucken und dann können wir aber auch bei der normalen, finde ich, gucken, ne? Ich glaube, 35, normale Frauengröße fängt auch bei 35 an, oder? Oh, die sind nice. Die sind gut zum Laufen bestimmt. Statt für die Kinder guckt erstmal Mama für sich selber. Jeder merkt sich dann jetzt, welche Schuhgröße er dann hat, ja? Also, sorry. Gucken wir jetzt bei den Kleinen. Größer für den Kleinen, bei den Kindersachen. Ihr zwei, da können wir ja gucken, ob da noch was ist in 36. Ansonsten können die auch bei den Erwachsenen gucken. Und du kriegst schon die Erwachsenenschuhe. Warte mal, jetzt ist die Frage. Wir wollen schon eher Sommersandalen, ne? Ne? Offene Schuhe. Nach Sportschuhen, neue Sportschuhe braucht ihr eigentlich auch, aber das machen wir ein andermal. Wir gucken jetzt eher nach Sommersandalen für den Urlaub, ne? Okay, los. Genau, solche Tellips, also so eine Flipflops-mäßigen. Guck mal, so eine Nike-Sandalen finde ich auch ganz nett. Ja, die sind aber voll kindisch aus. Aber ich finde die voll süß. Findest du die süß? Hä? Aber davon gibt es sogar 36. Also es wäre auch was für Zeynep oder Rana. Das wäre jetzt 35, dann halt fest. So, halt mal fest. So, hier sind auch nochmal solche Schuhe. Wir probieren jetzt an und dann schauen wir weiter. Ja, bitte. Mein Bauch tut schon ganz weh. Hunger. Okay, dann gehen wir erstmal was essen. Wir haben uns gestärkt. Schuhe haben wir. Hälfte unseres Budgets haben wir auch schon aufgebraucht. Ich glaube, wir müssen eh nächste Woche nochmal hin. Wir wollen ja erstmal noch die Schränke ausmisten. Aber ja, Schuhe haben wir. Wir wollen jetzt noch gerne die Sonnenhüte schauen und auch so noch ein bisschen. Mehr kriegen wir heute nicht hin. Ich habe nicht so viel Geld mitgenommen.
Bei 5 Mädels ist die Kohle rucki zucki weg. Deswegen nicht alles auf einmal. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Urlaub. Und da besorgen wir so noch schrittweise Wochen, die nächsten Wochen noch die restlichen Sachen. So, also, weiter geht's. Let's go. Wir holen auf jeden Fall noch Strandtücher, ne? Gut, die waren nur 6 Euro. Dann nehme ich noch mal braune mit, oder? Nein. Aber die sind nur 6 Euro. Das brauchen die Mädchen. Ja. Aber warte mal, Größe S brauchen wir. Guck mal unten, was ist denn das Größe S? 36, 37. Guck mal, die kosten nur 1,40 Euro. Oh ja, die sind süß. Die sind ja süß. Sie werden für dich ein bisschen groß sein, aber... Das Haargummi mit da. Ah, warte mal, guck mal. Oh, vielleicht finden wir sowas viermal. So eins, zwei. Oh, hier gibt's noch. Oh, das ist. Oder oh, das hier. Das ist auch sehr schön. Oder du holst zweimal, sodass zwei gleich haben. Aber das ist auch special. Obwohl, wir haben ja jetzt so viele Overalls. Ne? Partnerlook ist süß. Immer zwei gleich. Hä? Ja, lass es viermal, ja. Zweimal davon. Wir sagen ui ui und dann auf einmal gibt es ja gar keine Größe. Alles klein. Ich ja, hier haben wir die Größe. Dann nimm viermal das gleiche, egal. Die sollen einmal Partner, können die doch machen. Nein, sie machen so viele so Zwillinge. Hä? Nein, warum? In dem Alter. Das würdet so ihr alle gleich anziehen? Ja. Ja. Oder? Das ist doch voll cool. Ja. Einmal Partnerlook alle anziehen ist doch nice, oder? Ja. Ui. Wir waren jetzt noch in ein paar anderen Geschäften, habe ich jetzt nicht alles mitgefilmt. Auf jeden Fall, die letzten 10 Euro sind übrig für jeden eine Kugel Eis. Mehr haben wir nicht mehr. Alles Geld ist hinüber. Aber wir müssen eh noch mal nächste oder übernächste Woche noch ein paar Sachen besorgen. Aber jetzt gönnen wir uns ein Eis, ne? Wie war der Mädchentag? Gut. War wie lange? 5 Stunden, 6 Stunden haben wir hier verbracht? Ja. Alle glücklich und zufrieden? Ja. Und jetzt geht's nach Hause. Mal gucken, was die Männer machen. Hier bin ich wieder. Und zwar ist schon der nächste Tag. Wir haben jetzt Sonntag und ich dachte, ich nehme euch heute auch noch mal mit. Dann ist das Ganze so ein bisschen so ein Weekend-Vlog. Heute steht nicht viel an. Ihr seht schon vielleicht an meinem Outfit. Ich habe mich ein bisschen sportlich angezogen. Denn ja, ich will heute ein bisschen Sport machen draußen. Und Gartenarbeit, ihr habt es ja nicht mitbekommen, das habe ich viel auf Instagram geteilt in meiner Story, dass wir dieses Jahr sehr viel Gemüse eingepflanzt haben. Und ja, wir müssen noch ein paar Sachen, wollten wir noch einpflanzen. Dann müssen wir unseren Sichtschutz, den wir auch hier neu auf der Terrasse gemacht haben, nochmal neu lasieren. Da sind wir auch noch nicht ganz fertig. Ja, ansonsten bin ich dabei, immer noch mit meinen Wäschebergen zu kämpfen. Die versuche ich noch zu bewältigen. Also ja, ist heute ein ruhiger Tag, ist ja auch Sonntag, aber ja, Wäsche, bisschen Gartenarbeit, bisschen Sport, Wetter ist gut, es regnet nicht, die Kinder können auch mit rausgehen heute und ja, ich nehme euch so ein bisschen hier und da einfach mal mit. Wir sind gerade jetzt beschäftigt, hier unser Schuhchaos von 10 Personen zu bewältigen. Ich habe jetzt schon gerade hier die 2 Flurschränke aufgeräumt. Ja, ein bisschen sortiert, nochmal sauber gemacht. Das sind jetzt so die aktuellen Sommerlatschen. Die räume ich aber noch um, aber ich muss erst drüben sauber machen. Ja, die Jacken von den Kindern, dann noch ein paar von meinen Schuhen. Die neuen Hüte und Cappies. Und hier ist auch hauptsächlich eher so meine Jacken von meinem Mann und von Mariam. Und ja, habe ich auch sauber gemacht, geordnet. Das ist schon mal fertig. Und jetzt geht's weiter. Das stört mich so total, wenn das hier so rumliegt. Aber guck mal, wir haben schon so viele von diesen, ja, diese IKEA-Schuhschränke. Trotzdem, das reicht nicht. Wir haben das hier drinne, da draußen. Deswegen muss man nochmal sortieren. Hier habe ich so meine aktuellen Schuhe, die ich immer so jetzt aktuell trage. Und ja, aber ich will das nicht. Das muss hier alles noch weg. Das auch. Hier müssen wir nämlich einmal jetzt aussortieren. Da sind noch, glaube ich, habe ich gesehen, noch hier und da Stiefel. Genau, die haben jetzt hier gar nichts mehr zu suchen, die Winterstiefel. Die packen wir dann in den Keller und sortieren jetzt nochmal aus, was passt und was nicht passt. Ahmed ist schon fleißig hier am Putzen hier draußen, müssen wir mal einmal sauber machen. Und ja, auch hier sind dann oft so Latschen für den Garten, Fußballschuhe und so weiter. Also ey, Schuhe ohne Ende, obwohl die eigentlich, ja, jetzt, die haben jetzt nicht übermäßig viele Schuhe, aber ja, bei
8 Kindern und so sammelt sich das Ganze ein. Dann müssen wir nochmal alles hier schön sauber machen, aussortieren. Ne? Ich Gumminat schon, so Gott. Ja, also das machen wir jetzt als erstes, bevor es dann weiter an die Gartenarbeit geht. So, du kannst weitermachen. Geht an. Ja. Genau, einmal das Staubsaugen. Und ich, ich räume jetzt die ganzen Schränke da aus und wische die einmal durch und dann sortieren wir die ganzen Schuhe und dann habe ich hoffentlich das hier alles ein bisschen weg und ein bisschen ordentlicher. Mal schauen. So, der Flur ist jetzt fertig, endlich aufgeräumt. Hier sind so Hausschuhe, die ganzen Schuhe, alles jetzt weg hier, so gut wie möglich, alles aussortiert und ja, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Platz in den Schränken, beziehungsweise die aktuellen Sachen sind befüllt, aber es liegt halt nichts mehr so hier durch die Gegend, um die Gegend oder was auch immer. Beachtet bitte nicht die Wände, die müssen noch gestrichen werden. Wir sind jetzt das zweite Jahr in dem Haus und es ist noch viel zu tun. Auf jeden Fall, ja, die kommenden Tage nehmen wir uns die Kinderzimmer vor. Die müssen auch komplett ausgemistet werden, die Kleiderschränke und so weiter. Wenn ihr möchtet, dass ich euch auch da mitnehme, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich weiß halt nicht, ob euch sowas interessiert, dass ich euch so bei unserer Organisation und so da auch mitnehme. Das könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Aber ja, das ist gerade so voll die Erleichterung, dass hier nicht mehr so viele Schuhe rumliegen. Das sind halt immer so die Latschen, brauchen wir, wenn wir direkt in den Garten gehen. Schuhchaos bei einer 10-köpfigen Familie ist eine Katastrophe. Von hier auch nochmal irgendwie so. Wir haben noch Reste von meiner alten Arbeitsplatte. Hier vielleicht noch so zuschneiden und hier oben drauf machen. Das ist auch ein bisschen angenehm, weil es wird immer so schnell dreckig. Schwarz wäre hier schöner gewesen. Das sind ja diese Plastikdinger von Ikea. Aber das sind die aus unserer alten Wohnung. Die haben wir mitgenommen und dann hier einfach überall verteilt. In der alten Wohnung hatte ich eine ganze große Wand, wo ich die dann halt hatte. Aber ja, wir kommen so einigermaßen klar. Aber ihr könnt mir ja gerne schreiben, wenn ihr Ideen habt, was man noch so für Lösung machen könnte bei so vielen Schuhen. Das ist so das Einzige, ja, was wir so hier machen konnten. Aber momentan geht's. Und, oh Gott, ich muss meinen Mann überreden, dass er endlich mal hier streicht. Das nervt mich total, aber das ist so, wir sind so hektisch umgezogen und dann kommt man einfach zu gar nichts. Und draußen im Garten ist so viel zu tun, Terrasse ist viel zu tun, Alltag ist viel zu tun. Ne, Blecki? Hm? Gefällt dir schön sauber draußen? Ja? So, und jetzt geht's weiter. Noch ein bisschen Gartenarbeit. Ich mache mir jetzt einen Shake. Ich mache nämlich momentan Intervallfasten. Und zwar die 18-6 Methode. Das heißt, 18 Stunden esse ich nichts und 6 Stunden esse ich. Das ist momentan ab, also ich esse immer erst zwischen, also um 14 Uhr fange ich an, bis 20 Uhr. Manchmal mache ich auch die 16-8, dass man dann eben 8 Stunden essen kann in dem Zeitraum. Und ja, ich mache mir super gerne, wenn ich keine Zeit habe, jetzt auch, ich habe so viel Hausarbeit und Wäsche und renne hier die ganze Zeit hin und her. Deswegen mache ich mir gerne so einen Power Shake, das gibt mir dann immer so richtig, richtig Energie. Und momentan mag ich sehr gerne meinen Heidelbeer Shake. So habe ich hier gefrorene Heidelbeeren, habe ich nochmal einen Kühlschrank. Dann kommt da jetzt eine Banane rein und dann kommt eine Dattel rein. Auch nochmal Energie, mal gucken. So, dann tue ich ganz gerne immer so ein paar Kokosraspeln rein. Ich mag es geschmacklich halt sehr gerne. Ein bisschen. Haferkleie, davon tue ich einen Esslöffel rein. So. Und Leinsamen, davon tue ich auch so einen halben Esslöffel ein bisschen. Also ein Teelöffel wäre es dann schon eher. Und dann noch ein bisschen so Eiweißpulver. Das ist jetzt auch Geschmack, Beerengeschmack. Da mache ich einfach 2 Esslöffel davon rein. So. Und dann einen Mandeldrink. Ungesüßter Mandeldrink. Ihr könnt auch normale Milch oder Reismilch, was ihr so an Milch benutzt. Bei mir ist immer alles Augenmaß. Gerade jetzt auch bei den wärmeren Tagen mag ich das gerne mit so gefrorenen Früchten. Dann ist das immer so schön kühl. Oh, schaut euch mal die Farbe an. Nur durch die Heidelbeeren. So schön. Guck, mein Augenmaß ist gut. Genau richtig. So, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann fange ich auch schon bald an zu kochen. Heute mache ich so, ein bisschen so Reste essen.
weil ja, ich mache morgen meinen Großeinkauf wieder. Und deswegen sind so Reste an Gemüse, was ich habe. Zucchini noch, Karotten, Kartoffeln, Zucchini, bisschen Paprika und Champignons. Hähnchenbrust habe ich auftauen, tut gerade auftauen. Und dann mache ich so eine Art, also auf Türkisch nennt man das Ganze Tülle, einfach so ein Gemüseeintopf mit Hähnchenbrustwürfel und ja, dazu mache ich noch Reis. Das ist immer ganz lecker und eine schöne Resteverwertung. Also wenn man halt noch so Reste an Gemüsen hat. Alles werde ich dann klein schnippeln. Vielleicht hilft mir da jemand von den Kindern. Schön scharf anbraten, aber dann nehme ich euch ein bisschen mit dann. Aber jetzt trinke ich erstmal meinen Shake und dann geht's weiter an die Arbeit. So, ich zeige euch jetzt mal unseren Garten. Und zwar ist das das erste Mal, dass wir Gemüse eingepflanzt haben. Wir sind also noch Neulinge. Gerne gleich ja, ein paar Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Ja, ist ja das zweite Jahr, dass wir jetzt hier in dem Haus wohnen. Und ja, ich zeige euch mal die Fläche und was wir alles so eingepflanzt haben. Und ja, wir hoffen, dass wir dieses Jahr schon mal ein bisschen an Gemüse ernten können und dann nächstes Jahr dann noch mehr Erfahrung haben und dann jedes Jahr ein bisschen mehr. Und wir dann im Sommer mit unserem Gemüse uns selbst versorgen können. Denn ja, ich koche halt immer mit sehr, sehr viel frischem Gemüse und das ist halt auch nicht immer günstig. Deswegen ist das natürlich auch so ein sehr, sehr schönes Feeling, finde ich, einzupflanzen und dann in den Garten zu kommen und alles selber zu pflücken. Aber ja, ich zeige euch mal. Und zwar haben wir hier diesen Bereich. Hier, das ist komplett dieser Bereich, war alles hier einfach, ja, so, ja, Grünzeug, also ne, so Büsche und so weiter. Und wir haben das Ganze schon vor ein paar Monaten alles rausgerissen mit einem Bagger, die ganzen Wurzeln und so. Und ja, hier haben wir unsere ganzen Tomätchen. Verschiedene Tomaten, Rispentomaten, Datteltomaten, Strauchtomaten. Also wir haben auch ganz verschiedene Sorten eingepflanzt. Hier haben wir Chili-Paprika. Und da haben wir ein paar gelbe Paprikas. Und dann hier haben wir unsere Gurken. Die kommen jetzt auch die Tage hier in die Erde noch rein. Und hier sind schon eingepflanzt unsere Stangenbohnen. Die dürfen dann halt hier so hoch wachsen und dann, die werden ja also richtig hoch und dann fallen die dann hier eben auf die andere Seite und hier weiter runter und von hier kann man dann schön pflücken. Dann haben wir hier die Ecke, das hat jetzt auch mein Mann alles neu. Das auch, hatte schon auch noch mal ein Bäumchen abgeschnitten und zwar war hier alles verwildert. Aber wir hatten letztes Jahr entdeckt, dass wir hier drei Brombeerbäumchen haben. Die haben wir dann schön zusammengebunden. Das war halt alles so auf dem Boden. Das habe ich dann zufällig entdeckt, dass hier ein paar Brombeeren sind. Ja, und dass er das letztes Jahr schön angebunden hat, sind die auch dementsprechend auch schöner gewachsen. Und dann hatte ich hier nochmal mehr sauber gemacht und dann habe ich da noch einen kleinen Johannisbeerbäumchen eingepflanzt. Einmal Himbeeren und dann nochmal Brombeeren. Ihr wisst, wenn ihr gerne Brombeeren isst, die sind nicht so günstig, wenn man die sich kaufen möchte. Deswegen ja, hoffe ich, dass wir dieses Jahr, wobei ich hier schon sehe, bei den Brombeerbäumchen, die wir schon haben, werden wir auf jeden Fall schön viel Früchte bekommen. Das hatten wir letztes Jahr, hatten wir nicht so viele. Und ja, und dann schauen wir mal. Wir können also ein bisschen da nach hinten eigentlich noch freiräumen. Dann können wir da auch noch weiter Sachen einpflanzen. Hier, das lassen wir so. Hier ist noch ein bisschen, hier ist unser zweites Baumhaus übrigens. Das fangen wir auch an, bald aufzubauen und ja, neu zu streichen und so weiter. Dann zeige ich euch auch gleich, wo das hinkommt. Aber ja, achso, und das, diese Konstruktion hat auch mein Mann gebaut. Dort werden ja jetzt die Tomatensträucher werden so hochwachsen und werden dann angebunden mit Schnüren, damit die halt so schön nach oben wachsen und wir mal zwischen den Gängen laufen können und dann ja hoffentlich schön viel Tomaten ernten können. Und ja, eben wie gesagt, hier noch Gürkchen und hier sind die Stangenbohnen. Das essen wir auch ganz, ganz viel. Deswegen hoffe ich auch, dass da dieses Jahr wir schön was ernten können. Und jetzt gehen wir mal rüber. Hier ist ja unsere Garage. Hier zwischen kommt auf jeden Fall das zweite Baumhäuschen zwischen den Bäumen hier. Da ist ja unser aktuelles. Und hier, wir haben auch sehr viel gemacht. Hier ist, so wie ihr seht, unsere Terrasse, die ist auf so einem Hügel. Und ja, mein Mann hat diesen Hügel hier weggemacht, damit die Kinder, weil die spielen hier immer Fußball, dass die hier mehr Spielfläche haben. Und ja, dementsprechend ist jetzt hier alles Sand. Jetzt müssen wir hier nochmal Rasen pflanzen. Ihr seht ja hier das Tor. Wir haben auch hier ein Riesennetz, damit der Ball nicht auf die andere Straßenseite fällt. Und ja, hier ist das andere Baumhaus. Und hier kommt dann eben das
zweite Baumhaus kommt dann hier hin. Das ist nochmal größer als das erste. Es hat eine größere Terrasse und so. Und da freuen sich die Kinder auch drauf. Da seht ihr auch schon einen Teil. Das gehört alles zum Baumhaus. Ich weiß, da kommen immer viele Fragen. Wir haben das zum Beispiel auch schon gebraucht gekauft über Kleinanzeigen, weil da spart man sich natürlich viele Kosten, da Holz ja auch nicht unbedingt günstig ist. Und somit haben wir das Ganze halt nur aufgepimpt, geschliffen und nochmal neu gestrichen. Oben auch nochmal eine neue Dachpappe gemacht. Und das Ganze werden wir mit dem zweiten auch machen. Auch das hat er gebraucht gekauft. Und ja, das bauen wir dann auf und werden das Ganze nochmal neu streichen und aufpimpen und so weiter. Und ja, da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, genau. Und ansonsten, ihr seht ja hier die Terrasse. Da haben wir diese Sichtschütze, die haben wir auch gebraucht gekauft. Und dementsprechend müssen wir die nochmal neu lasieren. Die Seite ist schon gemacht. Seht ihr den Unterschied? Ne? Also die Seite ist schon lasiert und wir werden halt die Seite noch machen. Ich hoffe, das schaffen wir heute noch ein bisschen was zu machen. Und dann hier diese freien Fläche, da werden noch, ich glaube, Thujen heißen die, eingepflanzt, damit wir hier den Sichtschutz haben. Ich wollte mich halt nicht so komplett zumauern mit diesem Sichtschutz, weil sonst käme ich mir so ja, eingemauert vor. Deswegen halt eben ein bisschen halt grün dazwischen, hier diese Öffnung. Und ja, ich suche auch noch nach einer Lounge-Ecke. Der Esstisch gehört eigentlich unten hin, aber jetzt haben wir den, weil wir halt natürlich gerne auf der Terrasse sitzen. Ja, erstmal hingestellt, aber ich will eher so eine schöne Lounge-Ecke. Da bin ich noch auf der Suche, dass ich ein Schnäppchen ergattern kann. Und ja, wie ihr seht, hier muss auch nochmal bepflanzt werden. Da kommen ein paar Blümchen. Ich hatte überlegt, ob ich hier auch noch ein bisschen Gemüse einpflanze, weil wie ihr seht, ist es da ja schon ganz schön voll geworden. Deswegen haben wir auch schon auf der anderen Seite, ich meine, wir haben Gott sei Dank wirklich ein sehr schönes, großes Grundstück. Hier erkennt man, hier steht immer der Pool der Kinder jedes Jahr. Deswegen auch dieser Kreis, den müssen wir auch bald wieder aufbauen, damit die Kinder hier so ein bisschen planschen können. Ja, eigentlich noch größer wäre besser, aber auch das ist wenigstens besser als gar nichts. Ja, hat mir mein Mann neu so eine Wäscheleine noch hier draußen besorgt, weil ja, ich komme mit der Wäsche nicht hinterher. Da muss ich mich auch gleich drum kümmern. Und eigentlich ist halt der Esstisch und so hier. Da ist unser Kompost, das nicht beachten. Und ja, wir haben jetzt hier auch noch mal ein bisschen was eingepflanzt und werden auf jeden Fall nächstes Jahr hier alles sauber machen und noch mehr, also wirklich super viel Gemüse anpflanzen. Hier haben wir auch noch mal die Stangenbohnen. Wie gesagt, davon möchte ich ganz viel. Und ja, ich bin gespannt. Hier, es waren ein paar Kräuter, die hatte ich von der Nachbarin bekommen, die haben wir hier so reingetan. Aber ja, eigentlich wollte ich da mir so eher so eine Art Hochbeet machen für die Kräuter, aber das schauen wir nochmal. Und hier die Ecke eben alles sauber machen, damit wir da halt auch noch mehr einpflanzen können, also den Garten auf jeden Fall nutzen. Hier haben wir, das haben wir ganz, haben wir ausgetestet, aber es klappt. Wir haben, und zwar, ich lasse mir immer von meiner Mama aus Polen Kartoffeln bringen. Also die sind wirklich so, so lecker. Die sind von der Nachbarin aus Polen. Die pflanzt die selber ein. Und die sind so mega lecker. Und dann haben wir einfach die Schalen eingepflanzt und die Kartoffeln wachsen. Das sind die Kartoffelnblüten. Wenn die hoch genug dann sind, ja, dann können wir unsere eigenen Kartoffeln ausbuddeln. Da testen wir uns auch durch. Also wie gesagt, alles an Tipps und Tricks gerne her. Ich fand das auch so witzig, auch in unserem Kompost, da wo wir immer unsere Gemüse- und Obstabfall reinwerfen, mussten wir so lachen, weil wir überlegt haben, was ist denn das? Was ist denn hier gewachsen? Und auch hier sind Kartoffeln gewachsen im Kompost drinne. Ja, witzig. Witzig, witzig. So, und dann, ja, war es das eigentlich. Ich mache mich gleich an die Wäsche. Was wollten wir noch machen? Die anderen Bohnen noch einpflanzen? Also die anderen Böhnchen tun wir heute noch einpflanzen. Und was machen wir mit dem Salat? Ich wollte auf jeden Fall ein paar Salatköpfe und die Lauchzwiebeln. Müssen wir noch überlegen. Die will ich auf jeden Fall auch noch Lauchzwiebeln. Ein bisschen Salat wäre auch nicht schlecht. Aber naja, wir testen uns dieses Jahr, wie gesagt, ein bisschen durch und werden sehen, dass wir nächstes und übernächstes und so irgendwann dann Profis sind und richtig viel Gemüse haben. Das ist die Realität. Das sind meine Wäscheberge.
die ich versuche, bis zu unserem Urlaub zu bewältigen. Aber das schaffe ich schon. Ich bin jetzt ganz fleißig dabei. Vor allem, weil ich ja draußen jetzt auch nochmal die Sachen aufhängen kann. Aber ich brauche definitiv eine zweite Waschmaschine. Das habe ich jetzt gemerkt, weil die Kinder werden immer größer. Dementsprechend die Sachen werden immer größer. Ja, ich mache gleich. Ja, deswegen eine zweite Waschmaschine brauche ich auf jeden Fall. Weil sonst habe ich nur den Trockner und dann hier die Wäscheständer und eben den einmal draußen. Aber ja, ich mache mich jetzt mal hier noch mal ein bisschen an die Arbeit. Meine fleißigen Bienchen helfen mir jetzt beim Gemüsegeschnippel. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, dass ihr mir da helft. Geht das mit deinem Finger? Ich glaube, das Pflaster können wir auch langsam abmachen, oder? Ja. Angebratene Gemüse und jetzt habe ich hier noch zum Schluss Hühnchenbrust und die Zwiebelpaprika und hier noch so eine scharfe Paprika noch mit angebraten. Jetzt mache ich hier noch einen Mix aus Paprikamark und Tomatenmark mit rein. Es gibt auch noch mal so ein bisschen Geschmack und dann Farbe. Und ich mache auch so ein bisschen leicht mit Soße und gestückelte Tomaten. Kommt auch noch mit dazu. So, jetzt könnt ihr das Ganze würzen nach Geschmack. Ich würze jetzt das Ganze natürlich mehr, weil das soll ja, das wird ja hier vermischt mit dem Ganzen. Deswegen tue ich jetzt hier, oder ich mache mal gleich ein bisschen hier noch mit rein, das vermische ich ja noch. So, dann Gemüsebrühe. Ich benutze immer von Alnatura die Gemüsebrühe. Die ist ohne Geschmacksverstärker und auch ohne Hefeextrakt. Es gibt halt immer noch mal mehr Geschmack an das Ganze. Kauft bitte keine Vegeta, keinen Geschmacksverstärker. Dann, was haben wir hier? Dann tue ich immer noch gerne so ein bisschen Oregano mit dazu. Einfach, jeder hat ja so seine Standard-Geschmack-Gewürzmischung, sage ich jetzt mal. Das ist so meine. Pfeffer. Kannst du ein bisschen würzig machen. Schärfe, also Chiliflocken. Ich mache jetzt nicht so viel, weil das Paprikamark ist ein bisschen scharf. Ist auch, aber ein bisschen feuerrottet haben. Jetzt tue ich noch die gestückelten Tomaten rein. Hoffentlich habe ich bald meine eigenen eingelegten Tomaten aus dem Garten. Das wäre natürlich was. Jetzt mühen wir das Ganze nochmal durch, dass sich auch der ganze Geschmack vom Boden löst, von der Pfanne. Ein bisschen Wasser tue ich noch mit rein. Ein bisschen voll geworden. So, und jetzt ein bisschen voll. Ein bisschen sehr voll das Ganze hier, aber geht. Es gibt nicht größere Auflaufform als das. Ich finde nichts Größeres. Manchmal mache ich ja, wenn ich Lasagne mache oder so, mache ich sogar. Wenn ich Lasagne mache, zum Beispiel, mache ich zwei solche Auflaufformen. Das reicht nicht eine. So, jetzt decke ich das Ganze ab, ein bisschen mit Alufolie und dann kommt das in den Ofen und da kann das langsam vor sich her schmoren und dann ist das Ganze fertig. Dann mache ich jetzt noch Reis dazu und noch einen Salat und dann zeige ich euch später das fertige Essen. Das ist jetzt unser fertiges Abendessen und zwar, wie ihr gesehen habt, dieser Gemüse. Ein Topf. Ja, kann man auch im Topf machen, muss man nicht in dieser Auflaufform machen. Und dazu gibt es Reis nach türkischer Art und einmal Gurkensalat. Das ist ein Multikulti-Gurkensalat. Der ist halb polnisch, halb türkisch, so wie meine Kinder. Und zwar ist das ein Mix aus dem türkischen Jajek und der polnischen Miseria. Das ist einfach Joghurt, am besten schön den fettigen, Schmand, Dill,
Am besten frischen oder gefrorenen Knoblauch und Salz und dann einfach Gurken in dünne Scheibchen gehobelt. Und das war's. Und das ist sehr, sehr lecker. Und das passt immer so zu Reisgerichten und so. Das ist sehr, sehr gut. Deswegen gibt es das und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, meine Lieben, das war's dann von unserem Tag heute. Ich mache jetzt Schluss. Die Kinder gehen jetzt ins Bett und ich und mein Mann gehen jetzt eine Runde laufen. Das ist so bei dem schönen Wetter, ist das jetzt so unser Ritual geworden. Nochmal so runtersacken lassen, ja, ein bisschen auch Sport machen, das tut auch so gut. Und wir haben das Glück, ja, in einer sehr schönen Gegend zu wohnen, die sehr schön ruhig ist und ja, ist halt schön, wenn wir dann gemeinsam so zum Abschluss noch unseren Spaziergang machen. Das würde ich jetzt nicht filmen, das lasse ich jetzt mal privat. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ja unser Wochenende so mitgenommen habe. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob euch das gefallen hat. Ich denke ja so, mittlerweile habe ich ja genug Videos auch reingepackt, auch so Laber-Videos, wo ich denke, ihr habt uns ganz gut kennengelernt, so dass ich jetzt auch regelmäßig auch mehr vloggen werde. Aber gerne Feedback, ne? Wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt und so, dann weiß ich, okay, das hat euch gefallen, das wollt ihr öfters. Ansonsten ja, gerne immer Tipps her jetzt beim Garten und Einpflanzen und Gemüse und so. Da müssen wir jetzt schön lernen und schauen, wie das Ganze wird. Wir freuen uns, bald sind Ferien. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall war, dann natürlich gerne einen Daumen hoch und abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Hoch, fliege. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.